Wo ist der, Bettina? Den schreibe ich noch, Frau Görres. Mach ihn gleich, ist Feierabend. Ist noch was, Frau Görres? Ja, hier ist der Brief, Entscheidungssache Knutzen. Es ist ein Jammer. Eine Ehe dauert heute nicht länger als 5 Jahre. Aber, Herr Doktor. Ja, ja, so ist es leider. Montag in alter Frische. Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen, die Damen. Auf Wiedersehen, ein schönes Wochenende, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Na, ich weiß ja nicht, wie man das Chef da Ihnen gesagt hat. Wenn ich einmal heirate, will ich mein ganzes Leben lang verheiratet sein. 5 Jahre, das ist lächerlich. Ja, in meinem Alter hatte ich auch solche Illusionen. Feierabend. Wochensonnenschein. Hey! Thomas, weißt du, dass wir 2 Stunden machen? Was? Das 2 Minuten schon. Wirklich, wer bezahlt uns das? Eben. Wir sollten dich für bedeutend unternehmen. Du muss am Montag dann gleich wieder Diät machen. Und du, Bettina, was hast du vor? Auch nichts Besonderes, vielleicht Disco. Bettina, räum die Tasse weg. Die Maschine muss noch abgedeckt werden. Guck mal, die Haare. Sonderwetter. Verschwinden Sie! Hey, wir kennen uns! Sie haben schon mal angefangen. Spinner, mach eine Fliege! Echt? Kannst du dich nicht ans letzte Wochenende erinnern? Das kannst du doch nicht vergessen haben. Ich kenne ihn nur ganz flüchtig. Aus der Diskothek. Naja. Verschwinden Sie doch endlich! Dreht euch nicht um, Nerv! Wiedersehen, Frau Bach. Schönes Wochenende, Frau Görres. Ich dir auch. Sag mal, wie geht's mit Bettina, oder? Kann dir doch wurscht sein, Mann. Du willst den letzten 2 Tage noch. Wer weiß, wie bald du wieder gelegen ist. Dort sollten wir am Wochenende noch ordentlich einen Tag machen. Wie siehst du das? Mensch, ich muss meine Bude räumen. Die haben nicht gesagt, wann sie die Möbel holen. Du machst die Folge, oder? Ich merke gar nicht, wenn der weg ist. Ich bin vorbei, lass sie machen. Ich schreibe es doch rein, die Tussi. Also ich verzeih mich. Meine Mutter hat noch mal Apfelkuchen gebacken. Dafür sage ich, sie soll mir ein Stück mit einpacken. So lässt du mich nicht los. Ich wusste gar nicht, dass du hier arbeitest. Ja, so geht man an seinem Glück vorbei, ne? Hallo Tina. Halb 6 hole ich dich ab, sei pünktlich, sonst Mitternacht, bis wir da sind. Ciao. Hallo Katja, erinnerst du dich an den? Na klar tut sie das. In der Disco. Letztes Wochenende. Nee. Thomas, heiß ich. Hallo, du, Tina. Robert will übers Wochenende mit mir aufs Land fahren. Oh, ich glaube jetzt ernst. Na, sag mal, wir waren doch fest verabredet. Tina, du. Genau das, Robert Diskotheken kindisch findet. Ich muss mich doch auch ein bisschen nach ihm richten. Ach, so ein Mist. Und was mache ich am Wochenende? Ich bin noch frei. Na, wie wär's? Ist doch ein Angebot, oder? Deine Telefonnummer. Vielleicht ruf ich dich an. Das ist ein Wort. 513518. Das Schimanski Mini im Telefon. Meine Oma, gibt's nur einmal in Berlin. Schimanski? Ich glaube, das ist gleich von dir. Die hatte so einen Kramladen. Robert hat gesagt, im Hotel treffen wir uns als Ehepaar. Der hat sich was gedacht. Du, der heiratet mich. Und dann bin ich Chefin einer Reinigungsfirma. Ach, schön für dich. Tina, ich hab die Knochen im Supermarkt wirklich satt. Und außerdem liebe ich ihn. Nicht vergessen, Schimanski Emilie! Schöner. Naja, ganz schön neckisch. Aber Robert steht auf sowas. Und wenn man den Männern gefallen will, muss man eben ein paar Kompromisse machen. So ist es nun mal.
Tina. Und mach doch endlich mal ein anderes Gesicht. Also ich find's blöd, dass du fährst. Du find dich doch mal damit ab, Mensch. Bloß weil du keinen Typen hast, mit dem du jetzt losziehen kannst, kann ich doch jetzt nicht Robert versetzen. Naja. Für mich hängt davon so viel. Ich will auch, dass er mich heiratet. Ja, hab's ja geschnallt. Das ist doch einfach nur, weil ich so gestresst bin. Die Leute im Büro gehen mir einfach auf den Bier. Zu betoniert. Und meine Eltern, über jeden Dreck regen die sich auf. Da wollte ich mich am Wochenende wieder hochziehen. Tut mir ja auch leid. Naja, bin ja auch blöd. Warum mache ich es nicht wie du? Such mir einfach einen Typen mit ihm ins Bett. Hey, das sind ja ganz neue Typen. Das ist doch wahr. Was habe ich davon, wenn ich mich vorhin aufgebaut habe? Du hast doch immer gesagt, wenn du einen Mann ins Bett gehst und fröhlich musst du dein Leben sein. Ich bin ja auch bekloppt. Wolfgang hat mich gesagt, dass ich nicht vorhin als es halt nicht wie gemacht. Bekloppt bin ich, musste doch zugeben. Stimmt irgendwie schon. Lässt sich kein Mann auf Dauer fallen, wenn das Sexuelle fehlt. Guck mal, scharf, ne? Patentschuss. Sag mal, wie findest du den Thomas? Den? Ganz nett. Macht echt einen netten Eindruck. Finde ich auch. Du, den nehme ich. Wofür? Wofür? Na, worüber reden wir denn die ganze Zeit? Ich gehe mit ihm ins Bett. Du gehst mit ihm ins... Ins Bett. Der wäre genau der Richtige. Du hast ja einen richtigen Entwicklungsschub gemacht. Ich bin total geplättet. Stellt sich nur die Frage, was ich tun muss, damit er mich gut findet. Tja, Mäuschen, das musst du alleine rausfinden. Aber ich gebe dir nur einen guten Rat. Sag ihm nie, dass er der Erste ist. Solche Männer haben panische Angst, dass du an ihm kleben bleibst. Danke für den Tipp. So mache ich's. Bettina, ich muss mich wirklich wundern. Hier, mein Lieblingsring aus Italien. Wenn es dieses Wochenende wirklich klappt, kannst du ihn behalten. Und ich bin dir eine Flasche Sekt, wenn du deinen Robert an Land ziehst. Okay, die Wette geht. Pass auf, ich habe eine Idee. Ich gebe dir meinen Wohnungsschlüssel, falls ihr eine sturmfreie Bude braucht. Hausschlüssel habe ich verloren, aber ihr könnt ja irgendwo klingeln. Ich würde ihn sicherlich brauchen. Meine Eltern gehen nach zu einem Vereinsball. Und mit meinem Bruder, da lasse ich mal eine sturmfreie Bude. Bettina, Bettina. Hey, du bist ja tatsächlich pünktlich. Tja, das muss ich gewöhnen. Lieber als das. Ja. Hallo, Bettina. Tschüss dann. Und ich drück dir die Daumen. Ich dir auch. Mach's bloß gut. Das wird schon schief gehen. Apropos schief gehen, sag mal, nimmst du eigentlich die Pille? Nee, weißt du doch. Dann musst du unbedingt in die Apotheke dir noch was besorgen. Denn auf die Männer ist da kein Verlass. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Kleinen Augenblick, Fräulein. Bin gleich bei. Ja. So. Was soll es denn nun sein? Ich möchte... Ich brauche... Ja, was denn nun? Ich möchte... Also, Hustensaft möchte ich. Vertrockneten oder verschleimten Husten? Vertrockneten. Vertrockneten? Ja, für den. Also das hier ist gut verträglich und macht nicht müde. Womit kann ich behilflich sein? Also, es ist für eine Freundin und sie soll mich da beraten. Worum geht's? Guten Tag. Sie braucht ein Verhütungsmittel. Bitte was? Ein Verhütungsmittel. Ah ja, und an was dachten Sie da? Das weiß ich ja eben nicht. Haben Sie einen Vorschlag? Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Kleinen Moment, ich zeige Ihnen mal was. Also, man glaubt's nicht. Was ist denn? Ist was? Die Jugend heute, also nee. Was soll denn das? Wie alt bist du denn eigentlich? Wieso? Meinst du nicht, dass du für sowas ein bisschen zu jung bist? Meinen Sie nicht, dass Sie für sowas ein bisschen zu alt sind? Also, da gibt es hier ganz unterschiedliche Kontrazeptiva. Alle Ovulationshemmer darf ich jedoch nur auf Rezept abgeben. Und das Intrauterin-Pessar muss wiederum Ihr Gynäkologe einpassen. Aber da wären dann noch das Diaphragma oder dann das Prosex, Schaumovula in Zäpfchenform. Oder dann das Präservativ. Okay, nicht schlecht, Mann.
Ich denke, ich kauf's. Nur das hier, das Fell, das müsste man reparieren. Also gut, ich lasse dir 50 Mark nach, okay? Ist ein Wort. Bist du morgen Nachmittag zu Hause? Da kann ich eine Karre kriegen. Samstag? Ja, könnte gehen. Na prima! Anwendung. Unbegrenzt haltbar. Partnerfreundlich. Schimanski, Schimanski Emilie. Ein Mann ist in Berlin. Willst du jetzt etwa noch telefonieren? Geht ganz schnell. Beeil dich, das Essen ist gleich fertig. Ja. Carsten, die Butter fehlt. Man muss ich alles machen. Hast du dir die Hände gewaschen? Schon zweimal. Krematorium Wilmersdorf. Wer bitte? Wer ist denn da? Bettina. Oh, hallo. Hier ist Thomas. Hast du überlegt? Ja, ich hab gedacht, wir könnten am Samstag vielleicht zusammen irgendwas. Claro, claro. Hast du einen Vorschlag? Wie wär's mit dem Graffiti? Scheibenpunkt. Bohren wir uns in der Disco. Holst du mich ab? Ja, da gibt's ein Problem. Ich hab mein Auto verkauft. Macht ja nichts. Deine Oma wohnt gleich um die Ecke. Ich wohne Wenzelstraße 5. Wir können zuerst zusammen bei mir was trinken. Ist doch billiger. Sind deine Eltern da? Nee, die sind auf dem Fest. Also in der sturmfreien Bude, wie? Hättest du wohl gern, wie? Bettina, was ist denn? Wir wollen essen. Immer. Ja, entschuldige, ich muss aufhören. Also morgen um 7? Pünktlich wie ein Maurer. Ja! Echt? Du trinkst doch ein Glas Sekt mit mir? Ja? Oder möchtest du lieber Bier? Habe ich auch im Kühlschrank. Bettina! So ein Mist! Immer diese Störung. Carsten? Ist da niemand zu Hause? Hilft mir denn niemand? Ah, Bettina! Ja? Nimm mir bitte die Rolle ab. Was ist denn das? Mach die Tür zu. Das ist die Voliere für die Vögel. Wenn du nichts zum Spielen hast. Soll ich vielleicht den ganzen Tag deutschen? Und was das wieder kostet? Das war ein Sonderangebot. Also umsonst hast du es nicht gekriegt. Nochmal muss ich mich vor dir rechtfertigen? Ist ja schon gut, Papa. War ja nicht so gemeint. Überleg dir vorher, was du sagst. Oh, tut gut, ne? Oh, wie Sie das machen, das könnte ich jeden Tag brauchen. Ich helfe hier nur sonnabends aus. Oh. Als Sie vorhin reingekommen sind, da habe ich sofort gedacht, das müsste der Sohn von Frau Kunert sein. Guten Tag. Tag. Komme ich heute noch dran? Was soll es denn sein? Ach, nur ein bisschen nachschneiden. Na, dann nehmen Sie mal Platz. Dauert aber einen Moment. Danke. Sie sind noch genauso hübsch wie damals als Schulmädchen. An Ihnen ist eine Schönheitskönigin verloren gegangen. Bin ich wohl zu alt. Oh, eine gewisse Erfahrung erhöht natürlich den Reiz. Ein Schmeichler, Herr Kunert. Wohnen Sie jetzt eigentlich die Tage hier bei Ihrer Mutter? Nein, ich habe in meinem Beruf mit so vielen fremden Leuten zu tun, dass ich abends meinen Raum für mich brauche. Ich wohne im Hotel. Suchen Sie mich doch mal. Ich bin verheiratet, Herr Kunert. Ist das so wichtig? Ich möchte Sie mal verwöhnen. Ich rufe Sie einfach mal an. Aber mein Mann ist den ganzen Tag zu Hause. Arbeitslos, wissen Sie. Umso spannender. Da schneidest du auf 100 mal 50 zu. Au, verdammter Mist.
Mann, hab dich nicht so. Was ist los, was pimpelt heutzutage? Geh du mal auf den Bau arbeiten, da passieren ganz andere Dinge. Dann geh doch auf den Bau. Los, die Klappe. Was kann ich denn für die Krise? Carsten! Was ist denn? Kannst du mir einen Gefallen tun? Worum geht's? Du gehst heute Abend ins Kino, okay? Das musst du mir erklären. Frag mich, hier hast du 10 Mark, also machst du's? Leg einen Fünfer drauf und ich bin unsichtbar. Erpresser. Danke. Du, Papa? Ne? Wann geht denn ihr los zum Vereinsball? Das weiß ich, deine Mutter ist ja noch gar nicht zu Hause. Außerdem, was sollen wir überhaupt mitnehmen für so eine Tombola? Du, da habe ich eine Idee, warte mal. Carsten, hör auf mit dem Getute! Sag mal! Kannst du wieder mal nicht hören? Du sollst aufhören mit dem Getute. Das vertragen die Vögel nicht. Ich muss aber üben. Aber nicht hier zu Hause. Gepärde ist meine. Ja, aber doch nicht dafür, dass wir uns alter Vögel jetzt wieder haben. Du spielst Vögel, wenn du schon ganz krank. Was heißt, ihr spielst doch? Du sollst ernsthaft üben, holst dich auf die Nerven. Jetzt los jetzt! Überhaupt nicht los. Da sage ich Mama, die wird das nicht sein. Was heißt Mama? In diesem Haus. Was ist denn hier schon wieder los? Aber wenn wir die Trompete wegnehmen. Ich schmeiß sie aus dem Fenster. Ich habe doch genug gemacht. Müssen die Nachbarn alles mitkriegen. Bitte. Die hat sich gearbeitet. Dein Sohn. Unausstehlich. Ja, das hat er von dir. Hallo, Mama. Was willst du denn damit? Na, für die Tombola. Ihr wolltet doch heute Abend zum Vereinsball. Ach, guck mal, Papa, ist die nicht niedlich? Ja, das ist gut. Was ist denn das? Olive, hast du dir doch auch gewünscht. Oh, und dafür gehe ich arbeiten. War ein Sonderangebot, nicht, Papa? Ja, das kenne ich. Oh, ist das wieder eine Stimmung? Soll ich denn hier versauern? Ich brauche doch irgendeine Beschäftigung. Dann wird ja ganz ramdösig. Klatsch ihn an die Wand. Du hast ja schon wieder am Tag Bier getrunken. Ja, ich habe aber auch sämtliche Zeitungen nach einer Stelle durchgeblättert. Nichts. Kranführer sind einfach nicht gefragt. Ich sehe mich schon als Fensterputzer hin. Das ist auch nicht das Schlechteste. Müsst ihr nicht weg? Ja, es ist höchste Zeit. Wenn ihr zu spät kommt, kriegt ihr keinen Platz mehr in der Tanzfläche. Soll ich dir dein Kleid aufbügeln? Ach, das wäre nett von dir. Sag mal, was zieh ich denn bloß an? Wie wär's denn mit dem blau geblümten? Da was so ein Abend alles kostet, da liegt auch noch was. Nicht, da muss man was bestellen, da muss man eine Runde ausgeben. Mich aushalten lassen. Red doch nicht so einen Stuss. Ja, und dann immer die Fragen. Haben Sie schon wieder Arbeit? Richtig dämlich kommt man sich vor. Dann eben nicht. Bleiben wir wieder zu Hause. Gucken die Katze. Ist für mich. Ist das Katja? Ja, wir gehen tanzen. Moment mal, wieso denn? Kannst du nicht mal ein Wochenende zu Hause bleiben? Man hat ja gar nichts mehr von seiner Familie. Also wenn sie die ganze Woche arbeitet, hat sie auch ein Recht auf Vergnügen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich mach auf. Allerseits. Na, das ist ein Zufall. So sieht man sich wieder. Sie wollen sicher zu Bettina. Mhm. Ja. Hallo. Jetzt wird mir alles klar, Schwestern. Halt die Klappe. Hier. Wegen der fabelhaften Frisur. Ach, das wäre aber nicht nötig gewesen. Ihr kennt euch? Ha. Erstaunst du, wa? Also, das sind ja ganz neue Sitten. Also, wir gehen dann. Viel Vergnügen. Aber um 10 Uhr bist du zu Hause. Und zwar pünktlich. Aber Papa, andere dürfen mit 17 bis 12 Uhr weg. Oder sogar bis zur letzten U-Bahn. 11 Uhr genügt auch. Hallo Thomas! Hi, Katrin! Wie soll ich denn das verstehen?
Darfst du nicht so eng sehen? Mein Vater ist in letzter Zeit unausstehlich. Ja, der sah ziemlich alt aus. Seit er seine Stelle als Kranführer verloren hat, sitzt er nur zu Hause rum. Am liebsten würde ich ausziehen. Und du wohnst bei deiner Oma? Oh, bloß ein paar Tage. Ich hab meine Wohnung aufgegeben. War die zu teuer? Auch, ja. Arbeit, Essen, Fernsehen, Montag, Dienstag, Mittwoch, immer die alte Kiste. Irgendwie sind die Leute ganz falsch drauf. Die tun, als ob sie Bescheid wissen und haben selber keinen Durchblick. Kein Feeling bei dem, was sie tun. Ich möchte mal was anderes machen. Was ganz Starkes, wo ich weiß, das ist meine Sache. Ja. Wir müssen uns für eine Prüfung alles Mögliche reinziehen. Nur Leben lernen wir nicht. Die ganze Leistungsfixe, die kannst du vergessen. Und du hast eine richtig tolle Familie? Och, so würde ich das nicht ausdrücken. Ich habe meine Freiheit. Ja? Thomas? Willst du noch was trinken? Nee, danke. Lass dich mal wieder öfter sehen. Hm? Weißt du, mein Vater ist zur See gefahren. Meine Mutter hat immer gearbeitet und wie ich 15 war, ist sie gestorben. Hat meine Oma mich zu sich nehmen müssen. Mensch, war die sauer. Und dein Vater? Ist irgendwie abhanden gekommen. Meine Oma hält mir heute noch vor, wie sich meine Mutter mit dem hat einlassen können. Dann hast du eigentlich gar keine Familie, oder? Ich habe mich dran gewöhnt. Grüß dich, Thomas! Was hältst du denn davon, wenn wir jetzt gehen? Einverstanden. Im Hofes wurde die Säule vor 1600 Jahren aufgestellt. Wahrscheinlich zum Gedenken an König Shandor. Sicher, ganz sicher. Ist es jedoch so? Das Wort zu verdanken ist dem Entgegenkommen des Herrn Staatsanwalts. Muss das sein? Man wird ja ganz verrückt. Entscheide dich endlich. Der Schiedsrichter soll so auf den Mond schießen. Es ist 10 Uhr. Wir haben gesagt, bis 11. Papa, darf ich noch das Fußballspiel sehen? Jetzt zisch dich ab ins Bett, aber Dalli. Mann, ist doch jetzt. Wetten? Deine Tochter? Okay, schon. Ja? Hier ist Kunert. Ja, Frau Kunert? Frau Kunert? Sie sind nicht alleine, was? Vorschlag, ja. Sollen wir uns nicht morgen treffen? Nein, also... Muss es denn ausgerechnet am Wochenende sein? Ja, da hätte ich die meiste Zeit. Könnte ich sie so richtig verwöhnen? Nein, ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Guten Abend. Was wollten die um diese Zeit? Wer die? Na, die Kunert. Ach so, ja, eine Dauerwelle. Am Sonntag. Das Geld hätten wir doch mitnehmen können, oder? Ja, so gesehen. Sie machen mir Spaß. Also, Sie suchen was in Fototropengläsern. Bitte was? In einer Minute erreichen Sie nahezu 90% der maximalen Tinte. Diese Brille zum Beispiel hat einen Verfärbungsbereich zwischen 10% und 50%. Bettina, was soll das? Also, hör mal. Habe ich mitgehen lassen. Ja. Was bestimmt uns? Wer wohnt denn hier? Meine Freundin. Ich habe den Schlüssel, aber leider nur für oben. Hallo, wer ist denn da? Wir
wir wollen zu Pop. Da ist die nicht da. Könnten Sie uns mal reinlassen? Mich kennen Sie aber, Gerrit. Könnt ja jeder kommen. So eine Unverschämtheit. Wer hier wohnt, hat einen Schlüssel. Das wird jemand doller. Verschwinden Sie, sonst hol ich die Polizei. Fehlanzeige, wie? Können wir nicht zu dir? Ach, deine Oma ist zu Hause, geht ja nicht. Nee, die ist auf Kur, aber... Aber? Ach, du wohnst nicht allein, wie? Alleine geht gar nicht. Wie ein Mönch. Ach, verdammt. Verpasst, der die Schießbude abholen wollte. Nee, ich wollte mal eine gründen. Und jetzt gibst du das Ding da weg? War ohnehin nicht mein Bier. Aber ich habe mir was anderes gekauft. Willst du mal sehen? Komm. Da hinten. Kannst du spielen? Ja, ich übe noch. Na los, lass mal was hören. Wirklich? Hm? Gut. Aber auf deine Verantwortung. Setz dich doch. Aber nicht lachen. Woman, I know you understand the little child inside a man. Please remember, my life is in your hands. And woman, please let me explain. I never mean to cause you sorrow or pain. So let me tell you again and again and again. I love you. Mm-hmm. Do, 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 do. I love you. Wahnsinnig. Du bist ein richtiges Talent. Ja, brauchst natürlich ein Mikro. Richtigen Verstärker. Dann kommt die Stimme erst rüber. Weißt du, Technik ist heutzutage überhaupt alles. So einen wie dich habe ich noch nie getroffen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du auf der Bühne stehst und die Leute in Fahrt bringst. Meinst du? Schaffst du spielend. Danke. Wollen wir was trinken? Gerne. Was ist denn das? Bonbons? Denkst an alles, was? Willst du nicht? Du kannst fragen. Du gefällst mir. Echt? Ich hab nur Rosé. Magst du Rosé? Hm. Ich hol ihn. Willst du nicht den Mantel ausziehen? Mach ich. Du hast ja ein flottes Tempo.
verkehrt. Willst du nicht mehr? Doch, aber es ist nur... Was? Ich hab noch nie. Du hast noch... Noch nie? Ich brech zusammen. Stürzt dich? Hier wo? Was ist denn? Es geht nicht mehr. Hä? Ich kann nicht. Wieso? Ich bin nicht mehr drauf. Meine Schuld, wie? Bettina? Es ist schon ziemlich spät. Du musst nach Hause, oder? Ich geh sowieso drauf. War mir echt kalt. Wirklich so toll? Und ich könnte mich. Das ist mir ganz schön schlimm. Ach, ich bin sowieso der Meinung, man soll das Ganze nicht so eng sehen. Ja. Heute ist heute und morgen ist morgen. Ich finde selbstbewusste Frauen gut. Wirklich? Ja. Hey! Oh, ich will dir was sagen. Du meinst wegen vorhin? Mach dir nichts draus. Sowas passiert eben. Ach, Quatsch. Wegen der Orbit. Die hat eine Stange Geld gekostet und habe ich mich übernommen und Schulden gemacht. Also wenn ich jemanden gut finde, ihn mag, dann ist es mir egal, ob er Geld hat. Du bist gut. Nee, du, ich muss dringend ein paar Mäuse machen. Und da habe ich mich entschlossen, zusammen... Psst. Was ist denn? Ich hab ganz geklingelt. Ach, verdammt. Du bist sicher der Typ, der das Schlagzeug... Pfeife Grönland. Nieder mit dem Parkgeist. Weißt du, wie spät es ist? Ja, 12.03 Uhr. Hast du deine Uhr verloren oder was? Ich wollte den Koffer holen. Okay, hier. Tu mir gefallen, gleich hier, okay? Wieso? Ich hab eine Jungfrau im Bad. Sehr Jungfrau? Nee, ne, echt. Ach. Ich hab dich gewarnt. Schmeiß sie raus. Machst du so leicht, Mensch, das ist Andi. Die können dich irgendwie abfahren. So was triffst du nicht alle Tage. Wolltest du den Schrott hier verkaufen? Ja, ja. Hier, von meiner Mutter. Du sollst dir schmecken lassen. Der beste Apfelkuchen, den es je gab. Hast du Bundesliga gesehen? Nee. Du, wegen Montag. Wegen unserer Abreise. Ich wollte noch was mit dir besprechen. Nein, und lass uns das morgen machen, okay? Hallo? Muss schon entschuldigen. Es gibt Dinge, die sind einfach wichtig. Magst du ein Stück Apfelkuchen? Danke. Soll ich lieber gehen? Ach, vor Harald habe ich keine Geheimnisse. Habt ihr denn schon hinter euch? Trinken wir noch was zusammen, ha? Hast du noch ein Bier im Eisschrank? Hol's dir. Schon dabei. Tut mir leid, an den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht.
Wir waren verabredet. Mach dir nichts. Ich nehme meine Sachen und verschwinde. Aber wieso denn? Naja, wenn ihr noch was zu sprechen habt. Danke. Hinweise auf die Sendungen des morgigen Tages geben wir Ihnen auf den folgenden Schrifttafeln. Wir verabschieden uns und sagen Ihnen gute Nacht. Romeo. Moment, Programmvorschau. Jawohl, jetzt ins Bett. Marianne. Guck mal, wie spät das ist. Ich pack das alles nicht mit. Ah, ich weiß, ich taug so gar nichts mehr. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden! Vielen Dank! Ah, Moment mal, meine Tasche! Das wollen wir noch mal sehen. Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ich habe die letzte U-Bahn nicht gekriegt. Ja, das kennt man schon. Und wenn was passiert, dann habe ich die Verantwortung. Ich bin kein Kind mehr. Ach nein, das ist ja wirklich ganz was Neues. Bitte, Willi. Schrei doch nicht schon wieder die Nachbarn. Die Nachbarn. Ich möchte mal feststellen, dass hier in diesem Hause geschieht, was ich will. Und wenn ich sage, sie soll um 10 Uhr zu Hause sein, ist sie Willi, um 10 Uhr zu Hause. Willi, bitte. Das ist deine Erziehung. Bettina. In deinem Alter hätte ich meinen Eltern nicht solche Sorgen gemacht. Ja, ich weiß. Ihr wollt nur mein Bestes. Zu spät. Das hat schon ein anderer. Carsten! Jedenfalls weiß ich Bescheid. Was weiß der? Sag mal, was wird denn hier eigentlich gespielt? Hä? Bettina! Nee, bitte, lass sie. Wir regeln das morgen. Bettina, Bettina, Telefon für dich. Katja im Ferngespräch. So, als letztes wird das eingelassen, vorsichtig, damit nichts bricht. Papa? Ja? Geh nachher zu Dirk. Darf ich? Ja, wieso heute? Immer in der Küche sein. Wenigstens am Sonntag möchte ich meine Familie mal beisammen haben. Das ist falsch rum. Guten Morgen, Bettina, wir sprechen uns noch. Schwindet. Boah, Dalli, ich muss das Essen machen. Wieso? Du hast doch immer gesagt, ich soll meine Beschäftigung machen. Ich bin immer in der Küche. Schön, gehen wir. Vorsichtig an. Er hat das Zimmer jedenfalls noch eine Nacht länger bezahlt. Naja, damit wir noch ein paar Stunden mehr im Bett haben. Ich meine, ich wäre auch lieber spazieren gegangen, aber ich mache natürlich alles mit. Du machst das schon richtig, Katja. Mhm. Ist jedenfalls ein voller Erfolg. Weißt du, so einen richtigen Antrag hat er mir noch nicht gemacht, aber ich bin fast sicher. Also den Shampoos kannst du schon mal kalt stellen. Und bei dir? Darf ich schon abholen? Jetzt noch nicht, in einer halben Stunde. Ist recht. Bettina, können wir uns nicht heute Abend sehen? Wir können noch ein bisschen quatschen. Robert muss eh früher zurück. Er hat noch was für seine Firma zu erledigen. Ich weiß nicht, ob ich weg kann. Bei uns ist wieder dicke Luft. Ach, Mist. Du, Tina, ich glaube, er kommt. Ich muss Schluss machen, ne? Tschüss. Du liegst ja immer noch im Bett. Ich hab doch gesagt, dass ich los muss, also komm, beeil dich. Ja, zieh dich an. Das war ja ein Dauergespräch. Komm, steh auf jetzt. Nur einen Augenblick noch. Komm, setz dich zu mir. Seid ihr mir noch böse? Was heißt böse? Aber der Ärger hätte doch nicht sein müssen. Wo hast du dich denn rumgetrieben heute Nacht? Naja, der Thomas, weißt du, wohnt bei seiner Oma und da sind wir zu ihm gegangen. Ihr seid so richtig verliebt. Der ist echt toll. Aber du kennst ihn doch noch gar nicht. Aber ich mag den. Ich muss gleich noch mal weg. Muss unbedingt mit ihm was regeln. Du weißt, wie sehr Papa die Sonntage liebt. Mama, bitte. Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun. Und ich hab den ganzen Ärger wieder auszubaden. Bitte.
Naja. Aber mach mich nicht zur Oma. Mama. Oh Mann, ihr habt wohl heute Nacht noch kräftig drauf gemacht, wie? Soll ich uns einen Kaffee machen? Du, ich hab uns was mitgebracht. Marianne, wir gehen kurz weg. Schwenk dir Carsten eine Fassbrause. Und dir ein Bier. Ein Zigaretten. In einer halben Stunde gibt's Essen. Was soll denn das? Na ja, da essen wir ein bisschen später. Stell's warm. Ich bin doch nicht euer Dienstmädchen. Wilbrecht? Hier ist Frau Kunert. Frau Kunert? Frau Kunert ist hartnäckig. Sie braucht dringend Gesellschaft. Wegen der Dauerwelle. Natürlich, wenn es so dringend ist, komme ich sofort. Bis später. Musst du noch weg? Am Sonntag? Na ja, das Geld kann man noch mitnehmen. Komm. Muss ich mir merken. Wollte ich dich gestern schon fragen, was ist los? Der Heilige ist auf raus. Dein Talisman? Ist meine Mutter. Bedeutet dir viel, wie? Wie fühlst du dich? Gut. Ehrlich? Großes Ehrenwort. Du warst... Weißt du was? Die Wohnung ist eigentlich gar nicht. Echt was draus machen. Dürften nur nicht so viele Möbel drin stehen. Ja? Hey, was ist? Kommst du? Die warten alle schon. Ja, ja, Moment noch. Ich komm runter. Mach hin, Mann. Immer dir. Du, der Harald ist echt dufte. Ist echt mein bester Kumpel. Ich kann ihn einfach nicht leiden. Nimm's mir nicht übel. Die Verabredung ist uralt. Ach, Mann. Du, ich hab dich total lieb. Ehrlich. Wir sehen uns später, ja? Wir telefonieren. Leg den Schlüssel unter die Matte, ja?
Tschüss. Ich möchte mal wissen, wie du das alles hinkriegen willst. Du machst eine Beziehungskiste auf und ich soll mich einrichten. Sollst du allem immer okay sagen? Das ist gar nicht, was du hast. Zwischen uns ist doch alles gebongt. Hey, Thomas, warte mal. Mir gefallen und halt die Klappe. Ich mach das alleine klar, ja? Ich nicht mit. Das geht nicht, du. Sei nicht böse. Aber heute Nachmittag um 5 können wir uns treffen. Da habe ich Zeit. Können wir sitzen gehen oder so, ha? Einverstanden. Holst du mich ab? Okay. Sowas, ne? Bono, noch mal eine Runde. Die Herren zahlen. Sag mal, wo bleiben so lange? Ja, sind aufgehalten worden. Ich ein Weizenbier und eine saure Gurke. Ich glaube, ich spinne. Ich denke, ich steige eine Abschiedsparty. Ja, du bist schon nicht verdursten. Hey, hast du eine Ahnung? Willst du noch mal gegen mich verlieren? Nein. Brauchst du ein Erfolgserlebnis, wa? Und vielleicht ist man besser drauf. Schickst jede Woche eine Passkarte. Ich hab hier aber eine Runde. Ich hab hier kein Dorn. Nein, verschreckst du dir. Sag mir schon. Jetzt pass mal auf. Wo ist denn Mama? Arbeiten. Heute am Sonntag? Wir brauchen das Geld. In der Zeitung steht, dass sie einen Kraftfahrer suchen. Soll ich da mal hinschreiben? Klar, Papa. Also, wenn ich dich so betrachte, du bist richtig erwachsen geworden. Findest du wirklich? Willst du noch mal weg? Ja, wollte ich. Lass es nicht wieder so spät werden wie letzte Nacht. Weißt du, man macht sich ganz einfach Sorgen. Musst du nicht. Morgen musst du ausgeschlafen sein. Kannst ja froh sein, dass du eine Lehrstelle hast. Du bist wirklich der Beste. Ja? Dass dieser Knallkopf sein Schlagzeug nicht selber holen kann. Und so weit ist es doch nicht zu dem. Du musst mir echt einen Gefallen mit. Ja. Und das kostet nur meine Zeit. Damit du noch mal mit deiner Tussi kommen kannst. Dir hat das Ganze sowieso nicht ernst genommen. Na, insofern hast du keine Verpflichtung, hä? Mensch, die Bettina denkt doch, ich bin nur so weg, eine Woche oder zwei. Dann klär sie halt auf, verdammt noch mal. Hallihallo. Hallo. Was macht ihr denn da? Eine kleine Wohnungsauflösung. Idiot. Komm ich zu früh? Nee, genau richtig. Gehen wir ins Subway. Hm? Hey. Meinst du wirklich, dass ich den ganzen Klumpersch allein wegbringe, oder was? Natürlich. Bist doch mein Freund, oder? Tschüss. Dieser Volltrottel. Guck mal, sieht man es mir nicht an? Was? Ich bin anders seit heute Morgen, findest du nicht? Ja? Man muss man mir doch ansehen. Mhm, du wirst immer schöner. Wirklich? Juhu, ich bin eine Jungfrau. Guck mal, das Haus da, da habe ich mitgebaut. Ich weiß noch gar nichts war. Wir hatten da einen Kumpel dabei, der hat die Leute immer angetörnt mit seinem Singen. Der hat immer zugesungen. Haben einige gemeint, aus dem könnte mal ein Schlagerstar werden. Du, wollen wir hier einen Kaffee trinken? Nichts dagegen. Naja, und jetzt fährt er auch nach Saudi-Arabien. Wer? Wieso? Ja, der Typ vom Bau, der immer gesungen hat. Naja, vielleicht. Vielleicht hat er Schulden abzuzahlen oder will mal ordentlich reinklotzen. Geld bunkern. Damit er sich eine profimäßige Anlage finanzieren kann. Mir gefällt's, wenn ich komm. Auf Montage zum Beispiel. Da kannst du Runde 5.000 im Monat machen. Ich meine, du klotzt da ran, machst Überstunden. Abends bist du müde und hast dir sowieso keine Chance, was auszugeben. Man muss sich allerdings für eine Weile verpflichten. Guck dir das an. Der Kleine ist einfach wahnsinnig. Also, du würdest nichts dagegen haben, wenn dein Typ für 1-2 Jahre auf Montage müsste. Ich weiß nicht. Du würdest auf mich warten. Steht doch gar nicht zur Debatte. Ja? Hast du sie endlich verklickert? Was? Dass wir nach Saudi-Arabien fahren. Du willst weg? Klicke die Klick. Warum hast du mir das nicht gesagt?
Habe ich doch die ganze Zeit versucht. Also der Typ war nicht da. Das Schlagzeug liegt im Auto und das Auto steht im Halteverbot. Ich hole mir einen Kaffee. Ich habe einen Vertrag. Wie ich den unterschrieben habe, kannte ich dich noch gar nicht. Und wann musst du weg? Morgen. Morgen? Und für wie lange? Also wenn ich das gewusst hätte, dann wäre nie was zwischen uns gelaufen. Ja, aber du wolltest es doch. Ach, du machst es dir einfach. Die Tour kenne ich. Du wolltest mit ihm pennen, das war doch wohl nicht zu übersehen. Idiot. Warte! Bettina! Du bist der widerlichste Typ, der mir je begegnet ist. Fass mich nicht an! Ich will dich nie mehr sehen. Kapier das doch endlich. Es ist Ausschluss vorbei. Such dir doch irgendeine Fatima oder wie die Weiber heißt, mit dem kannst du was vielleicht. Lass die doch verdammt nochmal. Hast du erreicht, was du wolltest? Sei doch froh, du Idiot. Bin ich nicht! Hallo? Ist Bettina schon zu Hause? Nein, ist nicht da. Wer ist denn da? Thomas. Von gestern. Kann ich warten, bis sie kommt? Ja, komm sie rauf. Was soll ich bloß machen? Hab ich mich in diesen bescheuerten Typen auch noch verliebt? Und was macht der? In Saudi-Arabien. Weißt du, wo das ist? Am Arsch der Welt. Hier, dein Ring. Ich will ihn nicht. Ich will an das gar nicht mehr erinnert werden. Und hör auf zu heulen. Sei doch froh. Du heiratest deinen Robert und damit hat sich's. Überhaupt nicht. Ist alles aus. Heute kam so ein Blondie. So um die 40. Die Reinigungsfirma gehört ihr. Und da hat er gesagt, dass ich eh nur eine flüchtige Bekanntschaft bin. Und dass ich ihr sexuell auch nicht das Wasser reichen kann. Obwohl ich alles gemacht hatte, was ich wollte. Ihnen ist ganz egal, was jetzt aus mir wird. Der hat mich einfach nur benutzt. Man kommt sich ja vor wie ein Freizeitamboss. Genau. Also die auf dem Arbeitsamt, die behandeln dich wie ein Bettler. Gehen verarscht, das ist er. Wenn ich nicht mal der Vögel hätte. Ey, machst du eine Vogelzucht auf, ne? Ich werde dann gehen. Ich muss noch eine Runde schlafen. Junge, bleib doch noch ein bisschen. Ja, ich muss weg. Oh nein. Ich war morgen zur Montage. Ja. Wohin denn? Saudi-Arabien. Ich meine, ich weiß, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich bin mir für nichts zu schade, wirklich. Ich würde jede Knochenarbeit machen. Sie würden da hinwollen? Ja, natürlich. Nur raus hier. Wieder eine Arbeit haben. Geld verdienen. Nämlich, also ich möchte lieber hierbleiben. Wegen Bettina, wissen Sie? Dann bin ich einen Ersatzmann stelle. Na klar, den mache ich dir. Mensch, Junge, dich schickt der Himmel. Guten Abend. Marianne, ich hab wieder Arbeit. Ach nee. Und wo? In Saudi-Arabien. Ersatz
Mann. Das kannst du doch gar nicht bestimmen. Die gehen nach einer Warteliste. Hör mal, du hast unterschrieben. Du kannst nicht mehr zurück. Die machen dich glatt regresspflichtig. Wie willst du das überhaupt machen, in einer Stunde jeder Flieger? Das Mädchen hat mir echt einen Kick gegeben. Ich kann sie nicht einfach sitzen lassen. Wenn ich 5000 Kilometer weg bin, wer weiß, was die anstellt. Hört euch den Idioten an. Lässt sich glatt von so einem Mädchen einwickeln. Mann, das ist die Frau meines Lebens. Ja, das habe ich auch mal geglaubt. Schöne Freundschaft. Da plant man monatelang was zusammen und dann will der Heini einfach aussteigen. Vielleicht kann ich sie einfach mitnehmen. Ich meine, dass sie die Lehre aufgibt und hinterherkommt. Hast du einen Knall? Wo willst du denn die unterbringen? Im Harem oder wo? Schlag dir das aus dem Kopf. Das kann dich deine Existenz kosten, Junge. Warte! Hallo. Hallo. Danke. Ich muss ins Büro. Bitte. Bettina, ich mag dich. Ich mag dich wirklich sehr. Aber... Ja? In einer Stunde geht mein Flugzeug. Was soll ich denn machen? Soll ich bleiben? Soll ich fliegen? Ich bin völlig durcheinander. Tja, wenn du es nicht weißt. Ja! Ich komme bald zurück. Ich seil mich ab, ich brech mir einen Arm. Ich komme zurück. Bestimmt. Ich würde es gern glauben. Ich schwör's dir. Mein Amulett. Ich geb's dir. Als Pfand. Du weißt, was mir bedeutet. Ja. Und du holst es dir wieder. Bestimmt. Erleben. Was soll man in dem Alter schon erleben? Eine Liebe, unbeschwert vom Tag. Ja, wenn man jung ist, hat man alle Möglichkeiten. Oh, wir haben Kaffee gemacht. Wir machen das heutzutage mit jedem rum. Gibt es keine ernsthaften Beziehungen mehr. Hey, Willi, guck mal, hier gibt's Kaffee. Tja, aber nicht für Sie. Warum eigentlich nicht? Die Kanne ist voll. Mit Milch und Zucker? Und mit viel Kaffee. Ich revanchiere mich auch. Nee, wie wollen Sie das anstellen? Ich mach's ja. Am kommenden Wochenende. Na, wie geht's daran? Ja, nichts. Wenn mir jemand gefällt. Ja, ja.